Herzlich willkommen zu Attractivity, dem Praktikantensender des offenen Kanals Friedrichshafen. Unser erster Beitrag handelt vom Barbarians Mountain Cycling Club Mannheim. Und wie der Name schon sagt, geht es dabei um alles, was mit Mountainbikes zu tun hat. Na dann mal, Hals und Bein hoch! Guten Tag, liebe Zuschauer. Heute sind wir auf dem Vereinsgelände von BMCC in Mannheim. BMCC steht für Barbarians Mountain Cycling Club und ist einer der wenigen Vereine in unserer Gegend, der sich mit dieser Sportart auseinandersetzt. Wenn ihr mehr über diese Sportart erfahren wollt, dann bleibt doch einfach dran. Den Biker Club BMCC Mannheim gibt es schon seit ca. 20 Jahren. Die Mitglieder hier fahren Cross-Country, Downhill, Duaslalons, Bikercross, BMX, Rennrad und Marathon. Sie verstehen sich als Freerider-Biker, die sich über Einschränkungen oder Klassifizierungen innerhalb des Radsports hinwegsetzen. Bei den Barbarians ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Mitglieder von BMCC engagierten sich auch für den Umbau des Vereinsgeländes, was viel Arbeit und Zeitaufwand gekostet hat. Viele Umbauarbeiten sind noch geplant und jede helfende Hand ist gern gesehen. Karl, ein Trainer von BMCC Mannheim, ist schon seit 5 Jahren im Verein tätig. Zusammen mit Marco trainiert er jeden Dienstag Kinder unterschiedlichen Alters. Dabei werden Koordination, Ausdauer und Technik geübt. Diese bereiten die Kinder unter anderem auch auf spätere Bike-Wettkämpfe vor. Euer Verein heißt ja BMCC, das heißt ja übersetzt Barbarians Mountain Cycling Club. Und wie ist der Name entstanden? Oh, das weiß ich nicht ganz genau, aber ungefähr weiß ich natürlich, wie der Verein entstanden ist. Das waren auch nur Mountainbiker im Prinzip am Anfang, die vor 20 Jahren ungefähr hier im Rhein-Neckar-Raum angefangen haben, sich einfach zu finden und gemeinsam Touren zu fahren und durch den Wald zu fahren, Trails zu fahren. Welche Pläne bzw. Wünsche habt ihr für die Zukunft? Generell, dass der Sport im Mountainbike-Bereich oder in den diversen Disziplinen einfach in der Öffentlichkeit besser wahrgenommen wird, mehr Unterstützung erfährt, öffentlicher Seite oder auch von Sponsoren. Wir hoffen, dass die Wünsche und Pläne in Erfüllung gehen und wir bedanken uns für dein Gespräch und für deine Zeit. Jetzt zeigen wir euch ein paar Mitglieder von BMCC und ihre Fahrkünste. René Börner ist einer von den Bikern, die mich sehr beeindruckt haben. Dass er noch lebt, ist bewundernswert, denn seine Tricks lassen bei so manchen Zuschauern den Atem stoppen. Börner, wie alt bist du? Ich bin 24 Jahre alt. Und seit wann bist du jetzt hier im Verein? Seit 2 Jahren bin ich hier im Verein und seit 4 Jahren wohne ich hier in Mannheim. Und was gefällt dir hier besonders, was in einem anderen Verein vielleicht anders sein könnte? Ja, der Verein ist groß, die Leute sind engagiert, helfen gut mit und die Leute sind einfach cool drauf. Nimmst du an Wettkämpfen oder Veranstaltungen teil? Ja, ich habe bisher an einigen mitgemacht, Weltmeisterschaften und so kleinere Wettbewerbe, das was sich trifft und wo man halt Zeit dafür hat. Und hast du schon welche Erfolge? Ja, Best-Trick-Erfolge und das Beste, was war, war letztes Jahr bei Semi-Pro-Weltmeisterschaft den 2. in der Rampe. Und was gefällt dir an diesem Sport und welche Risiken gibt es? Ja, jeder hat ja sein eigenes Risiko. Also jeder geht ja so weit, wie er sich zutraut oder wie er sich fühlt. Und klar, Risiko ist überall, wie in jedem Sport, aber es passiert relativ wenig, weil sich jeder bewusst ist, wie weit er gehen kann. Hast du dich schon mal verletzt? Ja, ich habe mir mal das Bein zertrümmert, Sprunggelenk zertrümmert und Wadenbeinbruch. Aber hört sich schlimmer an, als es war. Wir hoffen, dass du weiterhin gesund bleibst und wünschen dir viel Erfolg bei deinen nächsten Wettkämpfen. Jetzt zeigen wir euch ein paar Tricks von Börner und seinen Kollegen. Yeah.
Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, es hat euch gefallen. Echt spannend, wie mutig die Jungs da sind. Nun vom Sportlichen zum Schönen. Die Modedesign-Abschlussklasse der Akademie für Kommunikation Mannheim stellt ihre Werke in einer Modenschau vor. Die Kleidungsstücke, die sie innerhalb der letzten 3 Ausbildungsjahre entworfen haben, sind nun zu sehen. Viel Spaß dabei! Im Eventcenter Mannheim stellen die Absolventen ihre selbst genähten und geschneiderten Werke vor. Die Gäste und Besucher bekamen eine elegante, klassische als auch extravagante Laufstickshow präsentiert.
Das war Fashion pur. Nun zu einem ganz anderen Thema. Hellas Tikarnis, das heißt Hallo, wie geht's auf Griechisch. Es wird politisch, kulturell und geschichtlich. Einige Facetten von Griechenland bekommt ihr jetzt zu sehen. Hellas, was nun? Mit diesem Thema, das über die Antike bis hin zur modernen Wirtschaftskrise in Griechenland führt, lud das Theater im Pfalzbau in Kooperation mit dem internationalen Kulturverein Orpheus ein. Wir wollen hier mit dieser Veranstaltung auch mal die andere Seite mal zeigen. Griechenlands von der Kultur her, 2000 Jahre, 500 vor Christus, haben wir uns griechische Lieder ausgearbeitet. Die Geburt der Demokratie in Athen, das hat ja alles damit angefangen. Und die ganze kulturelle Beiträge sind ja über die ganze Welt verstreut. Was wir damit machen wollen, ist auch diese politische Brisanz. Man sagt ja auch, Krisen gab es ja auch zur antiken Zeit und bis gesellschaftliche Leben bis zum heutigen Tage. Ja, also das gehört immer dazu. Und das wollen wir auch da ein bisschen untermauern, ein bisschen mal kulturell, ein bisschen politisch. Und das Ganze den Leuten etwas auf eine andere Art und Weise darstellen, wie es in der Zeitung und in den Medien verfolgt wird. Als Verbindung zwischen dem Altertum und der Modernen dienten musikalische Beiträge. Außerdem erhielten die Besucher Eindrücke der Krise durch die Gemälde der Künstlerin Maria Riguzzo. Die Bilder sind von der Presse. Ihrer Meinung nach ist die deutsche Presse mitverantwortlich für die schlechte deutsch-griechische Beziehung. Und wie Griechenland die Handlungsfreiheit, Wirtschaftspolitik zurückgewinnen kann, beantwortet Dr. Jan Schellenbach. Das könnte sie schaffen, indem sie aus der Eurozone austritt. Auch wenn das ein schmerzhafter Schritt ist, aber es ist relativ wichtig für ein Land wie Griechenland, das wenig wettbewerbsfähig ist, wäre es wichtig, über den eigenen Wechselkurs bestimmen zu können, die eigene Währung abwerten zu können und so dafür zu sorgen, dass die eigenen Güter auf den Exportmärkten wieder wettbewerbsfähig werden. Soll Griechenland aus dem Euro austreten? Ich sehe Griechenland innerhalb der EU, aber ich sehe auch, Griechenland muss noch viel, viel tun und ich sehe auch, sie werden es tun. Sie müssen ihr ganzes Finanzwesen in Ordnung bringen und sie müssen vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Steuereinnahmen richtig eingezogen werden, dass die ganze Verwaltung, die öffentliche Verwaltung auf ordentliche Füße gestellt wird, so wie man es eigentlich von einem Mitglied in der EU erwarten kann und erwarten muss. Auf jeden Fall in der EU, anders geht es gar nicht. Griechenland ist sozusagen das Zentrum der Demokratie, der Ausgang der Demokratie. Und wenn Griechenland da ausscheren würde, dann wäre das für ganz Europa ein sehr großer Schaden. Wir hoffen, dass Griechenland ein Licht am Ende des Tunnels sehen wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zur nächsten Folge von Attractivity.